Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Also, ich habe bis jetzt auch überlegt, was ich jetzt machen soll. Das ist eigentlich unsere Hauptquest. Dogons Batterie, das kommt etwas nachher. Klinge der endlosen Pfade, ja, das dauert auch noch eine Weile. Ja. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass ich jetzt diese Folge oder diese Aufnahmesession, auch wenn wir es schon in der ersten Staffel gemacht haben und es sehr langwierig, langatmig und so weiter ist, mal die große Quasselrunde mit unseren Gefährten machen. Erstmal mit denen, die wir nicht dabei haben, und dann mit denen, die wir dabei haben. Looks a little healthier than before. Und in der Zeit überlege ich mir, ob ich jetzt Redrick töten gehe oder ob ich Kolsk töten gehe. Und da gehen wir noch zu Hanslocks Kompass. Elegant yet understated. I had no idea. I'm here. Ja, mal gucken, wo treiben sie sich rum? Treiben sie sich hier unten rum oder oben? Also ja, hier sieht es ja schon mal ganz schick aus in unserer Bibliothek. Sogar mit Esstischen. Die neuen Regale verströmen den intensiven Geruch frisch geschnitzten Holzes. Wetten wir auch die Küche, sieht gut aus. Über der Feuerstelle blubbert ein gehaltvoller, herzhafter Eintopf. Also gar nicht mal schlecht, was wir aus der Leuchthöhle gemacht haben. Ist auch schön, dass man von hier oben die Brunnen im Eingangsbereich sieht. Mein persönliches Quartier ist hier oben. Gibt's hier was Tolles? Ja, hier könnte ich so schlafen. In der Schublade liegt eine Notiz mit hellrotem Lippenstift da drücken. Sie stinkt nach Parfüm. Nochmal danke für deine Hilfe mit Kolfex. Es ist immer schön, einen Freund zu haben, der weiß, wie man richtig zupackt. Du kannst mich jederzeit besuchen, Prikanta. Okay. Da muss ich mich nur noch erinnern, wer Prikanta war, muss ich zugeben. Durch das Fenster auf der anderen Seite des Vorhangs sieht man auf ein Gewirr überwucherter Hecken hinab. Ja. Okay, hier in der Truhe ist nichts. Die dicht gewebte Wirrwolle fühlt sich weich und warm an. Also ja, das können wir erstmal wegpacken. Umhang des Schutzes kann auch erstmal weg. Ach ja, und ich wollte bei den Händlerständen noch weiter verkaufen übrigens. Oder irgendwo bei einem Händler. Okay, da hatte das Spiel gerade einen Hänger. So wie es aussieht. Aber es ist alles in Need Ordnung. something?
Als sich Palägina kühl abschätzt, leuchten in ihren Augen ein göttlicher Funke. Brauchst du etwas? Ich habe über deinen Orden nachgedacht, die Bruderschaft der fünf Sonnen. Palägina nickt sanft. In den Republiken nennen wir das Fremas Meskhan Xuilas. Die fünf Sonnen sind die Dux Bells, die Großdux, über die mächtigsten Republiken, die über die mächtigsten Republiken herrschen. Spirento, Ancense, Selona, Ossia und Revua. Die Dux Bells sorgen für den Fortschritt der Republiken. Sie halten uns an der Spitze von Handel und Technologie. Sie bewahren unsere Stärke gegen unsere Rivalen. Wir Brüder sind darauf eingeschworen, sie zu unterstützen und sie zum Wohle der Republik und ihrer Bürger zu beschützen. Du erwähnst Brüder, aber. Ah, mein Brusthaar schwebt sich an den falschen Stellen. Sie grinst kurz. Ich mag ja wie eine Frau aussehen und auch wie eine klingen, aber laut dem Gesetz der Republiken bin ich keine. Gottähnliche, wie sie Leute wie mich nennen, können niemals Kinder gebären, also können wir demnach auch keine echten Frauen sein. Für die meisten unfruchtbaren Frauen in der Republik ist das so, als würde die Sonne in ihren Leben untergehen. Für mich aber bedeutet es etwas anderes, nämlich Freiheit. Die Bruderschaft hat eine Regel gegen den Beitritt von Frauen, mich aber liest man zu. Viele lehnen die Entscheidung ab, aber ich habe schon vor langer Zeit gelernt, das zu ignorieren. Wie würde ich noch über etwas anderes über die Bruderschaft fragen? Palägina nickt knapp. Wie funktioniert das denn? Fünf Dukes können doch nicht immer derselben Meinung sein. Sie wirft ihren Kopf in den Nacken und lacht. Haha, natürlich nicht. Sie streiten sich in der Sagretta Trucala ohne Unterlass. Der Bruderschaft ist es verboten, bei den Debatten Partei zu ergreifen. Nicht, dass ich das wollte. Ich würde lieber im Kampf gegen die Feinde der Republiken Leib und Leben riskieren, als dem ewigen Geleiere im dukalen Kongress zuzuhören. Unsere Loyalität gilt kein einzelnen Dux, sondern den Dux als Einheit, ihrem kollektiven Willen und ihren Beschlüssen. Wir folgen den Mandaten des dukalen Kongress. Wir erhalten Anweisungen von einzelnen Dux, aber sie verstehen wohl, für was wir nicht eingesetzt werden dürfen. Ja, ich wollte noch was anderes fragen. Was ist denn an den Valiadischen Republiken so toll? Vor langer Zeit stand das Großreich von Vailia in seiner Blüte. Als das Reich in den kriegerischen Staaten von Alt-Vailia zerfiel, ging ein Großteil der alten Kultur verloren. Die Alt-Vailianer sehen Größe in den Taten ihrer Vorväter und glauben selbst dadurch aufgewertet zu werden. Sie sind ein erschöpftes Volk aus einer verblassenden Zeit. Die großen Städte des Reiches waren einst voller Schönheit, aber heute leben nur noch wenige, die das mit eigenen Augen gesehen haben. Die Valianischen Republiken sind eine Art Wiedergeburt der Kultur von Groß Vailia. Aber sie sind mehr als nur das. Während Alt Vailia damit zufrieden war, immer in die Vergangenheit zu schauen, werden die Republiken die Zukunft formen. Ja, wann bist du ein Bruder geworden? Ich trat dem Orden bei, als ich noch sehr jung war, nur 6 Jahre alt. Meine Abschlussprüfung bestand ich erst, als ich schon 20 war. Dass es tatsächlich passieren würde, damit hätte ich niemals gerechnet. Das Dorf, in dem meine Familie lebte, wurde von Piraten angegriffen. Als ich jung war, kam so etwas nicht selten vor. Die Piraten waren mehr ein Ärgernis als eine tatsächliche Bedrohung, aber sie waren derart hartnäckig, dass der Duke von Ossia es für angemessen hielt, die Fremas zur Erledigung der Angelegenheit zu entsenden. Ich war in die Vorstellung verliebt, einer von ihnen zu sein. Damals hatte ich noch nicht einmal die Vorstellung, was es heißt, einem Land zu dienen. Ich wusste auch nicht wirklich, was genau die Republiken waren. Ich war nur ein kleines Mädchen, aber vielleicht wollte ich so sein wie sie. Weil ich sah, wie sie von den Leuten gefeiert wurden. Ich sah, wie ihnen die Leute für ihre Taten dankten. Vor allem aber sah ich, wie sie aufbrachen und diesen Ort verließen, der sich für mich wie ein Gefängnis anfühlte. Und wie hast du dich ihnen schließlich angeschlossen? Mein Vater verachtete mich und meine Gegenwart. Als er erfuhr, dass die Bruderschaft meine Art aufnahm, weil wir nicht als Frauen angesehen wurden, fragte er, ob er mich für die Steuern eintauschen könnte, die er für sein Land schuldete. Der Musterungsoffizier glaubte, eine Gottähnliche wie mich in den Ring zu haben, sei prestigeträchtig, also nahm er mich trotz meiner physischen Einschränkungen auf. Warum hatte ich deinen Vater verachtet? Weil ich anders geboren wurde, aber vor allem deshalb, weil meine Mutter durch meine Geburt verletzt wurde und deshalb keine weiteren Kinder bekommen konnte. Sie zuckte schwach mit den Achseln.
Das ist der Grund, weshalb ich meinen Vater bei der Bruderschaft eintauschte. Meine Mutter, sie war anders, gütiger, versöhnlicher als er. Sie machte mich nicht für das verantwortlich, was ich war. Aber wenn ich mich mein Vater ansah, dann sah er am Ende nur, da sah er nur das Ende seiner Blutlinie und dafür hasste er mich. Das ist merkwürdig. Unsere Leben sind merkwürdig. Mein Vater hätte auch anders mit mir umgehen können. Er hätte mich nach der Geburt umbringen können. Keiner in diesem Dorf hätte deswegen eine geringere Meinung von ihm gehabt. Sie zuckt mit den Achseln. Und unter ihren Augenlidern gleiten die Membranen ihrer Augen nach außen und wieder zurück. Und die Bruderschaft, an die Bruderschaft verkauft zu werden, stellte sich als die bessere Alternative heraus. Sprechen wir über was anderes. Als Palygina sanft nickt, gleiten die Membranen von Palyginas goldenen Augen nach außen und wieder zurück. Was halten die Leute in den Valyadischen Republiken von Gottähnlichen? Wie alle Andersartigen wird mir entweder Neugier oder Angst entgegengebracht. Und wenn sie verängstigt sind, sie zuckt mit den Achseln, dann werden sie wütend. Sie wollen, dass die Welt Sinn für sie macht und Leute wie ich können da verwirrend wirken. Und glaube mir, Leute lassen sich leicht verwirren. Als ihre Stimme und ihr Blick abschweifen, spricht sie mit ernsterem Ton. Einem langen Augenblick später schaut sie wieder zu dir zurück. Egal wo wir sind, wir alle müssen uns selbst schützen. Anders zu sein heißt, sich immer über die eigene Schulter zu schauen, egal in welcher Gesellschaft du dich befindest. Du gehörst zu den Gottähnlichen, nicht wahr? Sie stößt ein kurzes Lachen aus. Ja, nur so nennen sie mich. Da ich noch nie einen Gott getroffen habe, weiß ich auch nicht, wie sie sind. Ich verstehe auch nicht, warum alle anderen zu wissen glauben, warum ich so geboren wurde. Von wo in den Valianischen Republiken stammst du? Ich wurde in einem Fischerdorf in der Nähe von Biak Geb geboren. Sie wirft ihre Stirn in Falten und ihre Augen schauen weg, als würden sie nach einer verlorenen Erinnerung suchen. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Sie macht mit ihrer gefiederten Hand eine abfällige Bewegung. Ich war nur ein paar Jahre dort. Meine beste Erinnerung an diesen Ort ist, ihn zu verlassen. Wie alle anderen Brüder auch wuchs ich unter den Bastionen von Ossia auf. Es war nicht einfach, aber ich zog es dem Ausnehmen von Fischen vor. Warum bist du über die Besiedlung in Trutzbucht besorgt? Die Leute sehen in den Republiken eine Nation von Kaufleuten. Sicher, wir betreiben viel Handel durch Trutzbucht, aber der größte Wert für uns ist nicht in einem Hauptbuch zu finden. Wir handeln mit geistigem Eigentum, mit Ideen. Der Dirnwald und die Valianischen Republiken sind bei der Besiedlung weltweit führend. Sollte der Dirnwald Verbote gegen die Forschung und Praktizierung der Besiedlung einführen, würde das ernste Auswirkungen auf die Valianischen Republiken halten. Siehst du die Besiedlung nur als etwas, mit dem man handeln kann? Findest du nicht, dass die Besiedlung mit Gefahren behaftet ist? Nehmen wir mal das zweite. Natürlich ist sie gefährlich, aber wir Bewohner des östlichen Abschnitts sind Kinder von Pionieren. Wir begehren die Gefahr. Sie nickt entschieden. Das ist der Grund, warum die besten Forschungen in der neuen Welt angestellt werden müssen. Siehst du die Besinnung nur als etwas, mit dem man handeln kann? Sie schnaubt verächtlich. Ich bin zwar keine Wissenschaftlerin, aber ich glaube, dass wir alle von der Besinnung profitieren können. Es gibt so viele Fragen darüber zu beantworten, wer wir sind, warum ich so bin, wie ich bin. Wüssten wir die Antworten darauf, könnten wir vielleicht das Leben aller verbessern. Sprechen wir über was anderes. Ich würde gerne deine Meinung über etwas erfahren. Der gefiederte Kopf nickt knapp. Frage, dann wirst du erfahren. Wie laufen die Dinge deiner Meinung nach? Ich bin froh, dass du siehst, dass man mit Diplomatie weit kommen kann. In der Bruderschaft werden wir dazu ausgebildet, unsere physischen Stärke zu bewahren und mit Köpfchen und Worten durch die meisten Konflikte zu kommen. Zur Bekräftigung ihrer Worte hebt sie einen gefiederten Finger. Es gibt immer eine Zeit für den Kampf, aber ich stelle mit Freuden fest, dass du zurückhaltend genug bist, um nicht jede Gelegenheit dafür zu nutzen. Du hast viel Zeit im Dürrwald verbracht. Was hältst du von ihm? Der Dürrwald ist kein Vergleich zu den Republiken, aber er ist einer unserer engsten Verbündeten. Mit keinem anderen Land haben wir mehr Handel und bei der Unterstützung der Besinnungsforschung haben wir keinen größeren Verbündeten als ihn. Balegina schüttelt gleich den Kopf. Trotzdem kann ich die Besinnung der D Besessenheit der Dürrwälder mit Rache und Fehden ebenso wenig verstehen wie den allgegenwärtigen Hass auf Orlaner. Die Orlaner von Air Glamfad kämpfen. Die Orlaner von Air Glamfad kämpfen, das soll wahrscheinlich wie heißen, wie alle anderen auch, um ihr Zuhause und ihre Kultur.
Die kämpfen zwar mit schmutzigen Tricks, aber wären meine Feinde doppelt so groß wie ich, würde ich nicht anders handeln. Sehen die Republiken das Edilreich als Bedrohung an? Wir sahen das Reich als Bedrohung an. Seit der Revolution in Dürrwald haben die Republiken von dem dadurch entstandenen Schutzschild profitiert. Das ist der andere Grund, weshalb ich den Fall von Trutzbuch fürchte. Wenn der Dürrwald schwach ist, wird Edir sicherlich die Dominanz der Republiken im östlichen Abschnitt auf die Probe stellen. Was weißt du über Raotai? Sie haben Beeindruckendes mit Kanonen und Artillerie erreicht und manche ihrer Schiffsentwürfe sind recht interessant. Aber sie spucken wegen bescheidener Errungenschaften zu große Töne. Sie lächelt sanft. Niemand stellt ernsthaft in Frage, ob die Republiken alle Seewege des östlichen Abschnitts kontrollieren.